Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die in der Alpha 21.1 auf einem gemeinsamen Server mit Andrina Games und Julia Let's Plays. Und der Harzer ist auch wieder mit dabei. Grüß dich. Hallöchen. Ja, wie bereits in der letzten Folge angekündigt, sehen wir uns hier wieder zum Blutmond an Tag 607. Es ist noch 12 Uhr mittags. Und ich werde mich gleich hier in die Untergrundbasis zurückziehen. Und wenn ihr die Folge davor noch nicht gesehen habt, ich verknüpfe euch die mal in den Infokarten, könnt ihr euch nochmal angucken, wie wir den ganzen Spaß hier final aufgebaut haben. Und der Harzer wird sich hier gleich in Flugposition begeben. Warte, ich höre was. Nein! Wanderhorte! Ach! Das ist aber total doof jetzt. Ja. Ich dachte, ich bin nicht. Leute. Hey, die steht nochmal auf. Das hat ja jetzt gepasst. Okay, wir wissen, die Minen funktionieren. Ja. Das war nicht der Plan. Ich muss mal kurz, ich habe ja hier andere Munition. Ich habe meine ganzen Waffen gar nicht geladen. Gut, dass wir noch nicht Blutmond haben. Alles klar, genug Munition ist vorhanden. So, dann werde ich mich hier schon mal in den Untergrund begeben. So, erstmal absturzfrei hier runterkommen. Und dann unten schon mal den Geschützturm aufstellen. Ich weiß immer noch nicht, ob ich die Türen offen oder geschlossen halten sollte. Ich glaube, ich mache sie zu. Ja, mach sie zu. So, hier ist der Südeingang. Also ich gehe am Südeingang runter. Ja. So, machst du hinter mir zu? Jo. Sehr gut. Sind beide zu. Oh wei, oh wei, ich bin aufgeregt. So, okay. Hier, die anderen Türen sind auch zu. Oder gehe ich doch in die Mitte? Komm, ich gehe einen Eingang weiter. So, und dann hoffe ich, dass die Zombies nicht direkt bei mir runterkommen. Ich bin gespannt. Und ja, natürlich auch auf den Harzer als Co-Kommentator, weil der muss mir gleich alles ansagen, was da oben passiert, wenn es in den Blutmond geht. Und ja, die Frage ist, kommen die Zombies bis hier runter? Was wird passieren? Ja, ich bin sehr gespannt. So, 21.09 Uhr bzw. 21.10 Uhr. Ich muss meinen Geschützturm noch aufstellen. So, ich baue den einfach mal hier so. Ach, nicht schießen. Hinstellen. Kann ich da noch drüber und durchlaufen? Ja, tatsächlich. Man kann einfach durchlaufen. So, und die Tür wieder zu. Ich bin im Süden und hoffe, wenn sie durchkommen, kommen sie im Norden durch. Dass ich irgendwie schnell abhauen oder auch noch drauf schießen kann. Schauen wir mal. Wie sieht es da oben aus? Alles klar bis jetzt. Wundervoll. So, in wenigen Augenblicken ist es soweit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Drückt die Daumen, gerne gleichbedeutend mit Däumchen nach oben. Und ja, vielleicht auch während dem Verlauf der Blutmondnacht eure Kommentare. Ich bin ein bisschen nervös. Muss mich völlig auf die Kommentierung und die Ansagen des Harzers verlassen, der, solange hier keine Zombies ankommen, gleich die Hauptkommentatorlast hat, sozusagen. Weil ich sehe ja nichts. Ja? Jetzt ja. In der Aufnahme ist das vielleicht anders, wenn wir das ein bisschen zusammenschneiden. Mal gucken. Aber der Blutmond scheint auch bis hier unten durch, so Hals- und Beinbruch. Jo. Wie gesagt, ich stehe im Süden. Okay. Ich gucke. Oh, im Süden bewegt sich was, da ist was explodiert. Oh, westlich. Südwestlich noch. Ja, sie kommen südlich, aber vom Westen her. Südlich, aber vom Westen her. Also vom Westen her. Da kommen her. Sie an, ja, die sind, jawohl. Ich denke mal, du hörst es donnern. Oh, zum Glück wird es ein bisschen heller.
Ich höre hier unten nicht so viel, aber wie gesagt, du bist mein verbales Auge sozusagen. Ja. Und sogar das fliegende Auge. So, da kommen wieder neue nach vom Süden. Was machen sie? Ja, die wollen erstmal auf die Fläche drauf. Aber die meisten sterben ja gleich mal erstmal an den Minen. Dann kommen sie an die Fallen dran. Also bis jetzt hält das noch, dieser Verteidigungsring. Weitere vom Süden. Und sie fliegen schön in die Luft. Jawohl, und der nächste. Jawohl, und zack. Das funktioniert. Und ich hock hier unten zusammengekauert. Ah, okay. Also jetzt sind welche im Westen auf der Höhe unserer Türme. Am Turm haben sie angefangen. Ja, die fangen an zu schlagen. Gräbt schon irgendjemand? Zombies, 3, 4. Was? Gräbt irgendjemand? Die versuchen zu graben. Ja, doch. Die graben sich, du wirst nicht glauben, die graben sich außerhalb. Außerhalb durch, statt durch die Platten. Ja. In der Mitte ungefähr. Vom Westen. Ja, es kommen immer mehr. Himmel. Du könntest auch Glück haben, die bringen einen gelben Sack mit. Na gut. So, ich gucke mal vom Weiten. Hier kommt noch ein Zombie. Da latsche ich auch genau dahin. Ja, der fällt auch ins Loch und gräbt auch kräftig mit. Ich guck mal weiter, ob von anderen Richtung noch was kommt. Also von den anderen Himmelsrichtungen kommt erstmal nichts. Also die sind wirklich hier. Die kommen aus dem Westen. Aus dem Westen und ziemlich in der Mitte. Aber wenn du jetzt mal vergleichst mit dem Südabgang, wo ich runtergegangen bin. Ja. Sind sie da in der Nähe? Von der Richtung, wo sie hingraben wahrscheinlich. Warte mal, ich kann es jetzt schlecht erkennen. Die scheinen sich ein bisschen nach vorne in die Mitte zu graben. Richtung. Also Mitte, ich sag mal Mitte der Brücke. Also in die Richtung des. Von einem Turm zum anderen sozusagen. In die Richtung. Von links nach rechts. Ja, in der Mitte bin ich ja ungefähr. Ja, also die sind auf der Höhe zwischen den beiden Eingängen. Ja, und da werden die wahrscheinlich dahin wollen, wo du gerade bist. Okay, also werden sie aus Richtung Westen kommen. Jetzt wünschte ich, der Gang wäre breiter. Vielleicht sprengt sich ja der ein oder andere Zombie in die Luft. Dort unten. Naja. Immerhin haben wir gleich schon die erste Stunde überstanden. So kann man es auch rumkriegen. Rumkriegen, ne? Und günstigerweise ist das Loch im Schatten. Im Schatten der Türme. Ich gehe mal ein bisschen ran. Ah ja. Die kommen recht langsam vorwärts. Also sehr tief sind sie noch nicht. Okay, also meinst du, es dauert noch ein bisschen, bis sie zum Grundstein gegraben haben? Ja. Im Grundstein, zumindest erstmal zu dir. Zumindest haben sie die Fährte aufgenommen, das kann man schon sagen. Das ja. Die Zeiten, wo man sich mal komplett eingraben konnte und es nichts passiert, sind wohl vorbei. Ja. Die Fährte oder die Pferde? Vielleicht werden die Pferde besser, Gott. Ich überlege noch, ob ich die Türen vielleicht besser aufmachen sollte, um schneller wegzukommen. Hast du recht, das dauert ja ein paar Sekunden, bis das komplett offen ist. Mach zumindest mal eine Tür auf.
Die graben sich weiter, den jedem Sack, den die da mit eingraben, sehe ich schon nicht mehr. Also die sind jetzt schon, ich sag mal, 5 Meter und weiter, immer weiter tiefer. Jetzt sind sie noch, die haben wahrscheinlich jetzt noch einen Block. Natürlich dauert das, bis sie bei dir sind. Du hast ja, bist ja ziemlich weit unten. Ach, du hast ja gesagt, du bist ja auf dem End. Auf dem Sind Dings. am Grundstein, ja. Grundstein, genau. Ich habe mal die Mitteltür aufgemacht. Ja, das dauert ein bisschen, bis sie da sind. Es ist aber erstaunlich, dass sie sich außerhalb der Stahlplatten sich lang klopfen. Ich dachte erst, die fangen an, sich durch das Eisen zu klopfen, durch den Stahl zu klopfen, aber dann haben sie doch irgendwie einen anderen Weg gefunden. Genau da, wo die Erde ist. Es hätte eigentlich ein bisschen breiter sein müssen. Verflixt noch eins, dabei haben wir uns so Mühe gegeben. Das ist recht. Aber wir wussten ja selber nicht, wie es wird. Ja, so ist es. So, ich gehe nochmal nah ran. Ich versuche mal ein bisschen näher zu kommen. Ja, sie sind schon einige Blöcke tiefer. Und weiter steigend, beziehungsweise sinkend. Und wir nähern uns der 2-Stunden-Marke. Also zumindest kann man sagen, Hier oben ist. Ja. eine gewisse Zeit ist man auf dem Grundstein sicher. Ach, ich dachte, hier kamen noch Zombies an. Kann aber eigentlich auch nicht sein, weil die hier noch keine erledigt wurden weiter. Das war ein Reh. Ein Reh ist in den Minen reingesprungen und liegt jetzt hier. Und hat die Zombies nicht von mir abgelenkt, offensichtlich. Moment, ich sehe nichts. Man könnte natürlich die Taktik auch ein bisschen ändern. Wenn die so tief gegraben haben, dass sie nicht mehr aus dem Loch rauskommen und keine neuen kommen, Ich könnte habe ich jetzt mal meine hochkommen. Nachtsicht angemacht. Sonst sehen wir ja nichts im Loch. Du könntest es natürlich, ja, das könntest du mal machen. Also ich meine, hier unten zu sitzen, ich sitze ja nicht hier unten, um abzuwarten, bis ich getötet werde, sondern ich sitze hier unten, um zu gucken, ob das eine gute Taktik ist, mit so einer Basis zu arbeiten. Ja. Meinst du, sie sind schon tief genug, dass sie nicht mehr rauskommen? Ja, das auf jeden Fall. Also, das könnte durchaus sein, dass sie sich irgendeinen anderen Weg versuchen zu graben, aber die sind jetzt so tief. Also, schätzungsweise, vielleicht sind die jetzt auf ein Drittel oder fast auf der Hälfte. Ne, Hälfte würde ich jetzt vielleicht um. Nee, da fehlt noch ein bisschen was zur Hälfte, würde ich jetzt schätzen. Okay, also es könnte durchaus sein, dass ich es bis zum Ende des Blutmondes hier unten noch aussetzen könnte, was? Vielleicht. Eventuell ja. Ja. Du hast den kompletten HUD aus, ne? Jawohl. Vielleicht kannst du ihn nur mal kurz für eine Minute anmachen, damit ich die Zeit zwischendurch mal abgleichen kann, später beim Schneiden. Danke. Jo. Ist an. Kurz genügt. Die müssen sich irgendwas graben oder was. Ich weiß nicht, wie sie die sich graben würden. Aber so Also, schnell kommen die nicht raus, auf keinen Fall. Da müssten die sich hochgraben irgendwie. ich meine, die schlaueste Taktik wäre ja zu warten, bis der Blutmond vorbei ist, dann hochzukommen und sie von oben zu erledigen. Jo, dann hast du 8 Zombies, die du erledigst. Da werden ja dann wahrscheinlich die übrigen Wellen nicht mehr spawnen. Ich würde gerne mal sehen, was passiert, wenn du hochkommst jetzt. Okay, dann mache ich das mal. Jawohl. Ich gehe aber in den Norden und gehe da hoch. Ja, okay. Ich habe es ja jetzt getroffen, wie sie sich verhalten. Den Turm lasse ich unten. Türen mache ich alle zu. Jo. Ich bin gespannt. Es sieht aus, als ob ich in die rote Hölle hinabsteige, obwohl ich hochgehe.
Ja. Also scheint so. Ich weiß nicht, ob die die Richtung wechseln. Ich bin jetzt auf halber Höhe im Gang. Ach, auf halber Höhe. Im Nordgang. Ich höre sie, glaube ich, irgendwo klopfen. Ja. Also es scheint so, dass die jetzt versuchen, die Richtung zu wechseln. Ja, die haben hier wie eine kleine Höhle angelegt. Moment, ich muss mal kurz die Taschenlampe anmachen. Ich muss mal kurz das Aber Rad sie kommen anmachen. ja nicht wieder hoch, sagst du, ne? Oh, was ist denn jetzt passiert? Richtig? Kommen sie wieder Die hoch oder nicht? spucken! Die spucken! Wohin? Wohin, wohin? In Richtung Norden, Nordosten. Ne, Moment. Also wenn ich jetzt aus der Luke Ach! rauskomme, ja? Ich kann die Taschenlampe nicht nutzen, weil ich unsichtbar bin, damit die Hm. mich nicht mitkriegen. Also kann ich ungefährlich Ja. rauskommen? Ja. Also die kommen jetzt Richtung Norden, kloppen die sich. Komm raus. Du bist auf jeden Fall ohne die Fahrer, außer man würde die umlegen. Die kommen dann wahrscheinlich dort aus der Richtung Leiter raus. Richtung Leiter, ich gehe mal auf den Turm. Gut. Wenn ich raufkomme. Panik! So, ich gehe mal auf den Turm rauf. So, mal gucken, wo haben die denn das Loch? Wo ist das Loch? Westlich des westlichen Turms. Westlich des westlichen Turms. Am Westende der Platten. Wie gesagt, auf der Höhe des Turms. Jetzt versuchen sie nicht nach Osten zu klopfen. Ich sehe von hier oben gar nichts. Im Westen. Ah, jetzt kommen sie zurück nach Osten, nach Westen. So rum. Also im Westen sehe ich kein Loch. Moment, ich komme mal raus. Halte mal Nachtsicht aus. So, Moment, du bist da oben. Da, wo du jetzt bist. Guck mal nach unten. Was ist das kleine Loch da? Da sind die rein? Das, genau das. Genau. Ach, das ist ja ein Ding. Ja. Zeige dich mal von oben. Einen Rundflug machen. Mal die Türme zeigen. Auf jeden Fall interessant. Ja. Und hier nochmal mit der Nachtsicht ins Loch rein. Jawohl. Wo sind die Kumpels? Ziemlich weit unten. Das ist natürlich Sie haben super, sich. super unspektakulär. Also sie kommen ja nicht mehr zu mir, die können ja mich ja gar nicht mehr erreichen jetzt. Nee. Das ist. Da brauchen wir ja mehrere Blutmonde. Also die Zombies nach unten locken und dann nach oben abhauen. Eine approbate Taktik scheinbar. Ja. Wenn die so weit unten sind, dann kann ich auch runterkommen und mal selber in das Loch gucken. Aber da fällst du. Also wenn du. Ach so, man sieht sie gar nicht mehr von oben, wa? Nee, die sind so weit. Die haben sich ja nach Osten gearbeitet. Ja, du musst ja erstmal über die Stacheln kommen. Das ist natürlich die andere Geschichte. Ja, da müsste ich mich durchkloppen. Das geht momentan nicht. Die sind aber auch hier nirgendwo durchgebrochen bisher. Nee. Hab's auch Nur gar wenn nicht du jetzt versucht. aufmerksam guckst, hier am Rand, die viele Minen sind weg. Im Süden und im Westen. Also hier nicht, da fehlen ein paar, das war das Reh. Das ist hier mittlerweile schon weg. Aber im Süden fehlen etliche. Westende Süden. Und auch direkt im Süden. Ja, tatsächlich, hier wäre eine Stelle, die ich durchkomme. Kriege ich das mit der Stahlkeule aufgekloppt? Ich hab dich mal aus der leichten Vogelperspektive drauf. Brauche erstmal wieder Ausdauer hier. Ah ja. Glaube ich, dass Du die mit der schaffst es. Stahlkeule kaputt. Du schaffst es. Ich guck mal, was unsere Freunde machen. Jawohl. Okay, jetzt kann ich Ach, zumindest mal rauskommen. Die sind ziemlich weit unten.
Ja, die versuchen sich runterzukloppen, teilweise aber auch wieder nach gerade. Also, jetzt bin ich hier richtig beim Loch? Ich wusste es nicht. Ach, Moment. da! Das ist die Höhle, die sie gegraben haben. Ach, das ist ja lustig. Ja, genau das. Die kommen aber auch nicht zurück hierher, ne? Nee. Wenn man hier unten guckt, direkt am Loch, dass eine. Die Stahlplatte, da haben zwei Stahlplatten, die haben sie versucht zu klopfen und dann haben sie sich doch entschieden, die Erde aufzuklopfen. Also kommen sie natürlich besser raus. Interessant, wie die sich verhalten. Interessant ist auch, dass sie jetzt nicht zurückkommen. Ja, gut, die sind so weit unten. Also ich gucke nochmal runter. So, ich bin jetzt hier in dieser kleinen Höhle, die schon aufgeklopft haben. Wahrscheinlich, weil du rundherum läufst, wechseln die immer die Richtung. Deswegen ist hier unten eine kleine Höhle entstanden. Okay, ich bleibe jetzt mal am Loch stehen. Mal sehen, ob sie zurückkommen. Ja, hochkommen ist ja schlecht, weil es so, ja, Na gut, aber quasi. was würden Sie jetzt als Wegfindung versuchen? Auf der Ja, anderen Seite wieder schräg rauf und dann einmal rumlaufen? Ich weiß es nicht. die springen und sind in Richtung Westen wieder unterwegs. Jetzt leuchtet was. Richtung Westen Ach, stehe ich auch. es wurde gerade wieder gespuckt, deswegen leuchtet das hier unten. Kann durchaus sein, dass die ab und zu springen die mal und klopfen weiter. Es kann durchaus sein, dass die sich so eine Art Treppe bauen. Aber ob die wieder hochkommen, ich kann es hier nicht sagen. Ich weiß es nicht. Der eine Dolch ist ja gerade hingefallen, wahrscheinlich. Huch, was hat mich da verletzt? Oh, mich hat er angespuckt. Von da Oh, von unten. oben? Von da unten? Ach Ja, ja, ach. die sind, Ah ja. die sind unter und haben dann auf die Wiese von unten gespuckt. Die wissen schon, wo ich bin. Ich habe da, glaube ich, gerade eine Kopfmütze durchscheinen sehen. Durch die Grasnarbe irgendwie, sah zumindest so aus. Da unten leuchtet es wieder. Es kann durchaus sein, dass sie durch den Boden kotzen. Aber Ja, wenn sie so lustig an. tatsächlich. Tatsächlich. Nicht zu fassen. Das große Kotzen. Ach, nicht schlecht. Ja, und da, ich habe gesagt, ach. Nee, oder? Ich dachte, die waren jetzt durch den Tunnel. Achtung, es wird wieder gekotzt. Aber nicht in meine Richtung diesmal. Ja, also es scheint so, dass manchmal die Höhle das abfängt und manchmal kommt es doch durch. Tja, vielleicht bleiben sie ja bis zum nächsten Blutmond da unten. Die Frage ist, ob die dann schon wieder als erste Welle zählen, wenn die noch leben beim nächsten Blutmond. Ja. Auch glaube ich nicht, ja. Oder? Nee, Obwohl. ja, unwahrscheinlich. Das ist eine gute Frage eigentlich. Nur wenn der Server durchlaufen würde. Also auf jeden Fall klopfen sie hier weiter eine Höhle aus. Ach. Tja. Und jetzt wird es wieder hell. Ist der Blutmond vorbei und die eine Zombie-Welle ist noch übrig. Das ist ja mal ein Blutmond gewesen. Also ich habe keinen Zombie gesehen bei diesem Blutmond. Vielleicht mal kurz ein Mützchen. Das ist ja heftig. Und jetzt teilen sie sich wieder anders auf. Und Es es scheint so, regnet. dass die, es scheint so, dass die nicht mehr so zielgerichtet sind. Ja, dass jetzt der Suchalgorithmus nicht mehr funktioniert. Ja.
Obwohl sie mich ja wenigstens einmal aufgespürt hatten. Ich bin ja noch hier. Ja. Ja, was machen wir jetzt mit denen? Können wir einfach zuschütten, das Loch zuschütten und fertig, oder? Ja, theoretisch ja, aber... Ja, ansonsten... Hol sie dir. Ich glaube, ein Zombie ist tot. Da liegt einfach... Zwei sind tot. Vor Erschöpfung gestorben? Ja. Warte mal, das... Hä? Sind nur noch zwei übrig? Schlafen gelegt. Oder sind... Nee, das sind mehr als zwei. Eins, zwei, drei... Vier... Die ich gerade nicht mal hier sehen. Außer also wirklich welche umgekippt. Da haben Gott sie kreischen, oder war es das? Begrenzte Lebensdauer? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es das gleiche Phänomen wie seit der aktuellen Version oder Version nennt, dass die einfach mal umkippen, wenn man in der Nähe, wenn man vorbeifährt oder vorbeiläuft, dann plötzlich Zombies umkippen. Einfach so. Oder ist generell nach Blutmut, das weiß ich nicht. Hier stehen die mir noch nicht aufgefallen, aber ich glaube, so habe ich die Zombies auch noch nicht herausgefordert auf diese Art und Weise. Ja. Also die stehen jetzt nur noch rum und zittern. Manchmal laufen die nach links und rechts, aber die klopfen nicht mehr. Dann sind die jetzt in Ruhezustand verfallen. Ja. Die haben sich in Ruhestand versetzt. Ja. Wir kriegen jetzt Pension. Kommen wir wieder hoch mit der Kamera? Ja, ich denke, ah, ja, es gibt nicht mehr viel zu sehen und zu besichtigen, weil es wurde hier oben nichts beschädigt. Alles hat tapfer Stand gehalten. Unten in den Tunnel ist keiner vorgedrungen. Fazit lautet, ja, zum Fazit kommen wir gleich. Ja, wie sieht's aus? Dein Fazit zu diesem Blutmond. Hättest du damit gerechnet, dass er so läuft, wie er verlaufen ist? Eigentlich nicht. Ich habe mit mehr Chaos gerechnet. Ja, ich hätte ja auch gedacht, entweder sie graben sich schnell durch. Hm. Aber ich sag mal, man kann ja festhalten, gut, wenn man jetzt mehr Zombies einstellt und andere Schwierigkeitsgrade, dann mag es vielleicht noch anders aussehen. Aber ich sag mal so im Standard-Schwierigkeitsgrad, wenn man sich auf einen Grundstein durchbohrt und macht sich einfach nur einen Tunnel, der nur lang genug ist und weiß, wo die Zombies sich runtergraben, sobald die erste Welle tief genug ist, steigt man rauf, macht den Deckel zu und hat den Blutmond sozusagen umgangen. Ohne auch nur einen einzigen Zombie anzufassen. Ja. Man muss eben nur sehen, dass man immer diese Dünne, die gegraben haben, immer schön zuschüttet, wenn man das nochmal machen möchte. Ja. So wird das auch hier, liebe Mitspieler und Zuschauer. Ja, wenn das jemand, der hier auf dem Server aktiv ist, hier gerne nochmal aktiv ausprobieren möchte. Hier ist alles aufgeschlossen. Fühlt euch gerne frei, das nachzumachen oder vielleicht Varianten davon auszuprobieren. Jetzt war es zwar nicht ganz so gemetzelaktiv, aber ich finde, das war jetzt trotzdem eine interessante Erfahrung und interessante Erkenntnis, dass der Blutmond auch so verlaufen kann. Ja, dafür war es ja jeder gedacht und da. Ganz genau. Und lasst uns natürlich auf jeden Fall sehr gerne auch eure Meinung dazu in den Kommentaren wissen. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du den Spaß und vor allen Dingen die ganze Vorarbeit und alles mitgemacht hast, Harzer, der gerade den Absturz seines Lebens hatte. Und liebe Zuschauer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüssi.